Liebe Schwestern und Brüder, es ist wirklich ein großes Dilemma, wenn wir die Worte des Paulus ernst nehmen, dass das Gesetz des Fleisches und das Gesetz des Geistes, der Leib des Fleisches und der, der vom Geist erfüllt ist, nicht miteinander zu vereinbaren sind. Es sind Widersprüche, absolute Widersprüche, Gegensätze. Das Dilemma besteht darin, wenn wir auf uns selber schauen. Was ist denn jetzt mit uns? Wir sind durch die Taufe mit dem Geist Gottes erfüllt. Im Grundsakrament, in der Initiation. Durch Taufe, Firmung und Eucharistie. Aber was lehrt uns der Blick auf uns selber jeden Tag? Ist das Gesetz des Fleisches in uns abgestorben? Sind wir diesen Begierlichkeiten des Fleisches, und das ist jetzt gar nicht nur in eine bestimmte Richtung gedacht, das betrifft das gesamte Sündensortiment, das wir uns vorstellen können, lebt das nicht doch noch in uns fort? Das ist das Grunddilemma. Aber die Hoffnung besteht darin, in diesem Dilemma, dass ein Anfang überhaupt gemacht ist durch die Auferstehung Christi. Wir sind noch nicht auferstanden in diesem deutlichen Sinn. Es ist uns, wie Paulus sagt, das Angeld schon geschenkt. Gott hat die Anzahlung schon gemacht daraufhin, in den Sakramenten, in der Annahme an Kindesstatt. Aber die Vollendung steht noch aus. Und genau in dieser Grundspannung gilt es, wie immer, uns nach der richtigen Seite auszustrecken, dass wir Acht geben, nicht zurückzufallen, als wären wir gar nicht getauft. Das geht so schnell. Und das ist die List des Versuchers, unsere Richtung zu behalten. Man kann das gar nicht oft genug sagen, orientiert zu sein. Wie oft auch manchmal in Stellungnahmen, manchmal sogar offiziellen Stellungnahmen, denke ich, wo ist das Bewusstsein, auch die Freude darüber, getauft zu sein, zu Christus zu gehören? Das ist eine Lamentation, auch ein Rückfall in Denkmuster, die man als Christ eigentlich nicht haben kann. Aber wir wollen uns nicht über diese allgemeinen oder gar kirchenpolitischen Dinge aufregen, sondern immer bei uns selber anfangen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Das eigene Licht in uns immer wieder neu zu finden und es nicht verschütten zu lassen, dass wir von diesem Licht in die richtige Richtung geführt werden, auf Christus hin, auf seinen Geist, auf sein Leben.